Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 942 angekommen und wir stehen neuen Mod oder in der ersten Mod, genau. Hier seht ihr das Ganze schon, das hier ist ein LKW. Ein LKW mit irgendwie, ich weiß es nicht, man muss ihn unter DAF XT8 suchen und er läuft unter Scania. So sieht es halt aus. Warum das so ist, warum das so sein muss, weiß ich nicht. Warum man auch überall hier durchgucken muss, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich dachte, ich stelle ihn einfach trotzdem mal vor. So im Grundprinzip sieht er nämlich ganz okay aus. Wenn man auf so ein paar Kleinigkeiten des Durchguckens und sowas dann dementsprechend verzichtet. Spiegelgeschichten, hier die Symbolik und sowas. Scania-Schild und sowas. Ein bisschen Gardinchen aufgehängt. Das sieht alles schon mal ganz brauchbar aus eigentlich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Shop an, denn seht ihr den ganzen Part auch schon. Weil hier seht ihr DAF XT8, also wenn man was macht hier, das ist ja okay, dann sollte man vielleicht die Schilder austauschen, wenn es kein DAF sein soll. Ne? Also 164.000 für die Mod, 160 am Tag, 750 PS, 120 soll er fahren. Hier ist auch nichts zum Einstellen, dass das Bild jetzt hier beim zweiten Mal nicht lädt, ist nicht ganz so wild, weil es wäre eh nichts einstellbar gewesen. Also es ist einfach so, wie er jetzt hier ist. Ich hüpfe hier eine Runde rein. Also die Lichtgeschichten, wie ihr hier seht, die funktionieren schon mal. Auch nach hinten raus, das ist gar kein Ding. Wir haben den Blinker auf beiden Seiten. Ne? Da funktioniert er, hier funktioniert er auch. Wenn wir reingucken, ja, das sieht im Groben okay aus. Ich sitze ein bisschen weit hinten, so kommt es wenigstens vor. Ne? Und das Lenkrad in weiß, weiß ich nicht warum. Wenn ich Licht anmache, dann sehe ich nur Licht hier unten durchscheinen, weil das irgendwie nicht alles so richtig ineinander passt. Die Gardinen hier ist eine Geschmacksfrage, genau wie alles andere hier hinten auch. Hier haben wir auch nochmal, Kissen und sowas. Ja, ne? Okay. Also wie gesagt, wer es braucht, wenn ich das Ganze anmache, passiert hier drin, so viel ich das sehe, auch eher nichts. Ne? Deswegen mache ich jetzt wieder aus und wir machen mal die Hilfe an und sehen, wir haben noch eine Maussteuerung da. Wofür die ist oder sowas, werden wir das versuchen mal rauszukriegen. Das ist, um die hintere Achse dementsprechend zu liften, wie ihr seht. Das heißt, wir können die hintere Achse, also hinten, wenn wir normal unterwegs sind, die eine dementsprechend anheben, um sie halt, ne? Und wenn wir dann Gewicht drauf haben, dann können wir die Achse wieder runternehmen. Das ist auch schon mal ganz nett gemacht. Hier auch so die Beleuchtungsgeschichten hier. Ihr seht selber, hier sind überall Lücken. Also hier müsste für meinen Geschmack noch einiges dran getan sein. Der Ansatz ist ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Er sieht förmlich auch so okay aus. Was jetzt original DAF ist oder was jetzt eher nach Scania aussieht, das könnt ihr mir vielleicht besser beantworten in den Kommentaren. So grundsätzlich, sag ich mal, ja, ne? Ich drehe einfach mal eine Runde damit und dann gucken wir uns das mal an hier. Bremslicht geht nur eins, Rückfahrlicht gehen beide. Ob das ein Kompromiss ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall würde uns die Polizei anhalten, sagen wir es mal so. Ja, hier haben wir ihn stehen, ihr habt ihn im Shop gesehen, wie gesagt, das ist die Variante. Ja, mal gucken, was noch draus wird. Vielleicht sehen wir ihn ja nochmal in überarbeiteter Form wieder. Ne? So, dann marschiere ich mal hier rüber und wir kommen zu einem Zetor Kristall 1245. Das ist das gute Stück und da steht sogar auch dran. Wer hätte das gedacht? Den gibt es in verschiedenen Altersstufen. Also das hier ist noch fast die neueste Version. Ich habe die auch mal gewählt, mal so eine Mischung daraus zu sehen. Hier seht ihr ne, alte Bauteile, hier auch so ein bisschen das angesetzte, angerostete vom Gewicht, ne, das alte polnische Nummernschild. Das sieht alles sehr, sehr gut aus, finde ich. Dafür, dass es halt nicht neu aussieht, ne, weil das sollte es ja auch gar nicht sein. Also es macht in dem Bereich schon mal einen sehr guten Eindruck. Lichtgeschichte seht ihr, ne, wir haben vorne am Gewicht nochmal einen schönen Doppellichtträger dran, ne, hinten noch eine Arbeitsscheinwerfer extra, die Rundumleuchte dementsprechend funktioniert, leuchtet nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, aber sie leuchtet und wir haben die Blinker links und rechts und das vorne nach vorne allein schon drei Stück und nach hinten ein sind schon mal vier Blinker. Dann, wenn wir Licht anmachen, haben wir eine sehr schöne Innenbeleuchtung, finde ich. Ich finde das leicht dezente, sehr gut gemacht, doch alt wirkende Licht hat dementsprechend was. Wenn man den Motor anmacht, hat man die Kontrollleuchten oben links einmal gesehen. Man sieht die Zeigerreaktion und
Man sieht auch extra Lampen, ne? Seht ihr oben links die grüne Lampe und dann oben in dem Knöpfchenbereich nochmal die zusätzliche Lichtstufe. Also auch das sehr schön gemacht. Von der Innenausstattung her wirkt das hier auch alles so ein bisschen auf älter gemacht, aber das ist auch vollkommen okay. Ich finde es okay. Ne? So, wenn wir jetzt hier einmal hingehen, haben wir zwei Maussteuerungsmöglichkeiten. Die werden wir uns mal von außen angucken. Die eine Mausvariante macht mit einer Links-Rechts-Bewegung die eine Tür hier auf und die andere Mausvariante, sprich, ne, die andere Tür. Wenn wir von hinten drauf gucken, dann sind auch das die Maustasten auf den jeweils richtigen Seiten. Vor- und Zurückbewegungen und sowas machen so nichts, also das hintere Fenster öffnen wir nicht damit. Wir gucken uns das, bevor wir damit losfahren, erstmal im Shop an. Da seht ihr es selber, den Ersteller habt ihr vorher auch kurz gesehen. 16.500 kostet es, 35 km/h Höchstgeschwindigkeit, 120 PS. Da seht ihr zum Beispiel eine ganz alt Variante, also da ist noch mehr verrostet, auch die verschiedenen Anschlussgeschichten, die da so rangehen. Und dann seht ihr hier auch die verschiedenen, da ist die uralt Variante. Ne, da ist dann so ein bisschen okay und da ist das bisschen okay in blau. Ne, also wie gesagt, das sind echt die Stufen des Vergehens, hätte ich jetzt fast gesagt, aber so muss man es sagen. Und vorne vom Gewicht her können wir auch noch zwischen 250 und 500 wählen. Also wie gesagt, wer auch so auf älter gemachte Sachen steht, ich finde, das ist schon sehr gelungen hier, kann man nicht anders sagen. So sieht er dann nämlich auch aus, selbst noch ein bisschen Rost auf dem Dach. Und ich würde sagen, wir drehen da auch einfach mal eine Runde mit. Ja, Bremsleuchten funktionieren auch einmal frei. Rückfahrleuchten haben wir jetzt hier nicht so am Start. Aber wie gesagt, insgesamt ein sehr schönes Gerät. Schön auf alt getrimmt und man sieht es auch bis in die Feinheiten. Ne? Also sehr schön gemacht. Dann kommen wir mal zum nächsten Traktor. Da kommen wir zu einem KCH, da seht ihr ihn schon. Und zwar zum 5150, hier jetzt in der Pro-Variante von mir hingestellt. Das ist das gute Stück. Wir hüpfen mal eine Runde rein. Ich fange hiermit, damit ich es nicht vergesse, gleich mit der Shop-Variante an. Und bin natürlich auch gleich stumpf in den falschen Bereich gehüpft. Damals Maximum 5150, 150 PS grundlegend. Ne? Man kann die Modellvariante hier schwarz-silber, die anderen Beschriftungsvarianten wählen noch bis hin zur Pro. Ne? Das sind die verschiedenen Modelltypen. Wir haben von Trelleborg über Nokian zwei Reifenvarianten. Da gibt es natürlich auch Breitreifen, Pflegebereifung, ne, und Zwillingsbereifung nur vorne hinten. Wir haben noch extra Vredestein. Wir haben Trelleborg benutzt, auch mit dabei. Wir haben vorne Fronthydraulik oder Gewicht zu setzen. Wir können ein bisschen runter scrollen. Da haben wir noch Frontvorbau, ja oder nein. Und wir können noch Arbeitsscheinwerfer vorne, hinten oder keine setzen. Damit haben wir hier auch schon mal eine sehr große Auswahl gehabt, was vielleicht sich einige gewünscht hätten, aber hätte vielleicht zu der Beschriftung auch nicht ganz so gepasst. Wären auch Farbvarianten gewesen, aber ich finde das so schon mal ganz interessant. So, wir machen mal Licht an. Da seht ihr selber, das funktioniert. Das ist doch gleichzeitig fast ein Arbeitslicht durch die Lampen, die zur Seite gehen. Hinten die Arbeitsbeleuchtung und die Zusatzbeleuchtung an. Oben noch die extra Strahler. Da seht ihr, da ist also schon mal einiges drin. Und hinten gibt es auch noch die zweite Stufe durch die gesetzten LED-Strahler. Und vorne noch die letzte Stufe dazu durch die LED-Strahler. Also, da haben wir mal richtig ordentlich Licht an. Rundum leuchtet dementsprechend, funktioniert, wir blinken auf beiden Seiten vernünftig, so wie es sein soll. Also das ist schon mal alles sehr schön gemacht und auch die zusätzliche Beleuchtung gefällt mir auch schon mal sehr gut. Wir gehen eine Runde rein, wenn wir hier Licht anmachen, haben wir so super viel jetzt hier nicht, was passiert. Wir haben einen ganzen Haufen Warnschilderchen und sowas. Wir haben hier eine IC-Control, die uns erlaubt, die Tür aufzumachen. Wir können das Seitenfenster aufmachen, wir können auch das Seitenfenster aufmachen, wir können hinten das Fenster aufklappen, nur oben an die Dachluke komme ich irgendwie nicht so ran. Aber das ist schon mal ganz ordentlich, ne? Die Türen gehen natürlich hier, wo habe ich Licht dann gemacht? Gehen auf beiden Seiten auf. So ist aus. Ne? Also das ist auch schon mal alles ganz okay. Hier unten haben wir noch, ich weiß nicht, wofür der ist. Was mache ich mit dem? Dachluke. Das da unten ist das Knöpfchen für die Dachluke, wo wir hier oben nicht rangekommen sind. Das ist doch alles super, haben wir es also auch gefunden. Wir machen den Motor an, da sehen wir auch in der linken Anzeigehälfte, kommt noch ein bisschen was dazu. Und dann kommt auch hier, da sieht man es jetzt, drauf achten,
Da kommt auch nochmal eine zusätzliche Beleuchtung dann dazu. Hier im Seitenbereich passiert keine Beleuchtung, aber das war bei den älteren Geräten auch nicht unbedingt immer so vorgesehen. Ne? So, ich mache ihn erstmal wieder aus. Wir gehen eine Runde raus. Hier seht ihr ihn jetzt mit allen Luken und Klappen offen. Ne? Auch die Seitenfenster schön aufgestellt. Macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Ich würde sagen, wir drehen da jetzt auch mal einfach eine Runde mit. Kein Rückfahrlicht, aber Bremsleuchten haben funktioniert. Das ist auch schon mal was. Ich stelle die auch mal wieder hier schön voreinander. So, wir steigen aus und dann wisst ihr genau, was am Ende immer angesagt ist. Genau, am Ende gibt es immer ein schönes Bild in der Gruppe sozusagen. Und da stehen die beiden auch. Ja, wie gesagt, mir hat der Traktor sehr gut gefallen. Soundgeschichten und sowas sind aber alles okay. Ne? Ich würde sagen, war alles super. Scania muss noch ein bisschen dran feilen. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Ja, so, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.